Maßnahmen zur Erkennung von Rechtsextremismus bei der Polizei von der Abgeordneten Luise Amtsberg, Bündnis 90 Die Grünen. Herr Staatssekretär. Sehr verehrte Frau Kollegin Amtsberg, ich beantworte Ihre Frage wie folgt. Ob und inwieweit bei den bislang erkannten Fällen in Berlin und Nordrhein-Westfalen sich um strukturierte Aktivitäten handelt, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen der betroffenen Länder. Der gestern vorgestellte Lagebericht Rechtsextremisten in Sicherheitsbehörden des Bundesamtes für Verfassungsschutz, der unter Mitwirkung von Sicherheitsbehörden des Bundes und der Länder erstellt wurde, bietet erstmalig einen bundesweiten Überblick über rechtsextremistische Vorfälle in den Sicherheitsbehörden. Zwar handelt es sich nicht nur um Einzelfälle, es ist aber dennoch festzustellen, dass die Zahl der erfassten Fälle im Verhältnis zur Gesamtzahl der Mitarbeiter in den Sicherheitsbehörden des Bundes und der Länder sehr gering ist. Ich betone, es gibt kein strukturelles Problem bei den Sicherheitsbehörden. Der Lagebericht zeigt deutlich, wir dulden keine rechtsextremistischen Tendenzen in der Polizei und auch nicht in anderen Sicherheitsbehörden. Der Lagebericht zeigt auch sehr deutlich, werden solche Fälle bekannt, werden sie mit aller Konsequenz disziplinarrechtlich, arbeitsrechtlich und strafrechtlich verfolgt. Für solche Leute ist kein Platz im öffentlichen Dienst. Zusatzfrage, Kollegin? Vielen Dank, Herr Staatssekretär. Die Fragen muten ja ähnlich an zu dem Komplex eben gerade. Deshalb werde ich auch noch mal vertieft darauf eingehen. Zu dieser Frage, also dass wir erst mal gut finden, wenn die Bundesregierung sich Rassismus und rechtsextremen Strömungen und Tendenzen im Gesamtgesellschaftlichen zuwendet und versucht, diesen zu bekämpfen, da haben wir natürlich gar nichts gegen. Aber wir glauben schon, dass das Bundesinnenministerium gerade aus seiner Rolle des Dienstherrens heraus gegenüber der Polizei noch mal eine ganz andere Rolle hat. Also wirklich eine fokussierte Rolle einzunehmen und zu gucken, wo kommen solche Strukturen her? Sind sie überall gleich ausgeprägt? In der Fläche? In den Städten? Also wirklich genau zu gucken, wo kommt das her und gibt es da irgendwelche Muster? Das muss doch die Leistung sein, die das Bundesinnenministerium als Dienstherr auch für sich beansprucht. Und ich betone dazu nochmal und das verbinde das mit einer Frage. Ist es nicht sogar so, dass es den Polizistinnen und Polizisten, die zum großen Teil, zum übergroßen Teil, auch mit beiden Beinen auf dem Grundgesetz stehen und jeden Tag einen großartigen Job machen, dass das ihnen auch helfen würde, wenn man diese Form von kritischer Auseinandersetzung zielgenau wirklich auch angehen würde? Frau Kollegin Amtsberg, ich bin ja froh, von Ihnen zu hören, dass Sie auch der Auffassung sind, dass der überwiegende Großteil der Polizeibeamtinnen und Beamten der Länder und des Bundes auf dem Boden des Grundgesetzes stehen, klar auf dem Boden unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen. Ich bin nämlich sehr wohl der gleichen Auffassung. Dennoch nehmen wir natürlich als Bundesinnenministerium unsere Verantwortung sehr ernst. Und ich habe ja erwähnt, der erste Bundesinnenminister seit der Wiedervereinigung, der ein derartiges Lagebild in Auftrag gegeben hat, war Bundesinnenminister Horst Seehofer. Und ich darf Ihnen hier auch in aller Offenheit sagen, die Begeisterung bei den Ländern, dass dieses Lagebild erstellt wurde, hat sich teilweise sehr in Grenzen gehalten. Also die Länder mussten teilweise hier auch etwas zum Jagen getragen werden, was die Bedeutung der Erstellung dieses Lagebilds anbelangt. Es war auch darüber hinaus Bundesinnenminister Horst Seehofer, der letztes Jahr entschieden hat, dass beim Bundesamt für Verfassungsschutz eine zentrale Koordinierungs- und Ansprechstelle eingerichtet wird zur Aufklärung von Rechtsextremismus im öffentlichen Dienst bei den Sicherheitsbehörden. Es war die Bundespolizei, die eine derartige Vertrauensstelle unmittelbar beim Präsidenten der Bundespolizei angesiedelt hat. Seit Einrichtung dieser Stelle haben sich an diese Stelle allein 397 Hinweisgeber gewandt. Also ich glaube, man kann dem Bundesinnenminister als obersten Dienstherrn, wie Sie ihn zu Recht bezeichnet haben, hier nicht unterstellen, dass er dieses Phänomen des Rechtsextremismus in den Sicherheitsbehörden irgendwie verharmlosen oder bagatellisieren würde. Weitere Zusatzfragen? Ja, wir haben gar nichts unterstellt. Wir haben nur Vorschläge gemacht, wie er seine Arbeit noch besser machen kann. Und weil Sie es ja angesprochen haben, für uns Grüne ist völlig klar, die Polizei ist essentieller Bestandteil des Rechtsstaates. Und deswegen müssen wir sie auch vor jedem Pauschalverdacht, gerade auch aus der Gesellschaft heraus, erhaben machen. Und dazu gehört eben auch eine gute und intensive Auseinandersetzung mit diesem schwierigen Thema. Weil ich ja nach Maßnahmen gefragt habe in meiner Ausgangsfrage. Und wir immer bestrebt sind, sozusagen auch weiter konkrete, gute Vorschläge zu machen, um das auch zu gewährleisten, dass die Polizei erhaben ist über solche Verdachte und konkrete Anlässe eben auch verfolgt werden, haben wir ja zum Beispiel den Vorschlag einer Polizeibeauftragtenstelle gemacht, weil wir ja auch in der Vergangenheit gesehen haben, dass es vor allen Dingen couragierten Polizistinnen und Polizisten auch zu verdanken ist, solche Felder aus der Dunkelheit in das Helle zu bringen.
Deshalb für mich wirklich absolut unverständlich. Warum sperren Sie sich weiter einer solchen Stelle, wenn sie doch eigentlich so einen guten Beitrag dazu leisten kann, auch aus den Strukturen selbst heraus zu einer Verfolgung solcher extremistischen Einstellungen zu kommen? Das verstehe ich einfach nicht. Frau Kollegin Amtsberg, vielleicht verstehen Sie es ein bisschen besser, wenn ich Ihnen jetzt in einer Minute schnell ausführe. Ich möchte noch mal deutlich machen, wir haben schon vieles unternommen, um rechtsextremistische Bestrebungen in den Sicherheitsbehörden schneller ans Tageslicht zu bekommen. Und es gibt schon heute genügend sowohl innerbehördliche als auch außerbehördliche Möglichkeiten für Hinweisgeber, sich entsprechend auch durchaus unter Nichteinhaltung der Hierarchie und des Dienstweges zu melden, wenn ihnen rechtsextremistische Bestrebungen im Kollegenkreis auffallen. Und es ist gestern ja auch deutlich gemacht worden von dem Präsidenten der Sicherheitsbehörden, vom Bundesinnenminister, dass hier falsch verstandene Kumpanei oder falsch verstandene Loyalität vollkommen deplatziert sind, dass ein falsch verstandener Chorgeist auch in den Sicherheitsbehörden schädlich ist, auch für das Renommee, für die Reputation der Sicherheitsbehörden insgesamt. Und es gibt beispielsweise beim Bundespolizeipräsidenten ja die von mir erwähnte Vertrauensstelle. Es gibt seit August letzten Jahres diese zentrale Koordinierungs- und Ansprechstelle beim Bundesamt für Verfassungsschutz. Also aus unserer Sicht erschließt sich beim besten Willen nicht die Notwendigkeit oder die Erforderlichkeit, einen zusätzlichen unabhängigen Beauftragten bei der Polizei mit anzusiedeln.